Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Reihe Kristalle der Hoffnungen, ich darf Sie zu unserer neuen Veranstaltung recht herzlich begrüßen. Wir wollen uns heute einem besonderen Menschen zuwenden, Hans Meyer. Er war ein großartiger Literaturwissenschaftler, wichtig für uns, ein Gegner des Nationalsozialismus und Kritiker der SED, Freund von Ernst und Carola Bloch sowie von Inge Jens und vielen anderen, auch sehr prominenten Kolleginnen und Kollegen von ihm. Unsere Online-Lesung heute trägt den Titel Hans Meyer, der unbequeme Aufklärer, und orientiert sich an dem von Heinrich Bleicher herausgegebenen Buch Gespräche über Hans Meyer. Die Lesung ist Teil der Reihe Kristalle der Hoffnungen. Die Online-Veranstaltungsreihe Kristalle der Hoffnung ist Teil der größeren Veranstaltungsreihe 30 Tage im November. Und die Kristalle der Hoffnungen werden getragen von der Redaktion Latenz, der Redaktion Bloch Akademie Newsletter, dem Löwenstein Forschungsverein, der Hans-Meyer-Gesellschaft und dem Thalheimer Verlag. Wir wollen, wie jedes Mal heute auch, einen kurzen Ausschnitt aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union aus dem Jahre 2010 zugrunde stellen. Es sind zwei Passagen, von denen ich glaube, dass sie eigentlich in unsere Runde sehr gut hineinpassen. Es ist Artikel 4 und Artikel 5 der Grundrechtecharta. In Artikel 4 heißt es: Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung. Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Artikel 5. Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. Menschenhandel ist verboten. Insbesondere das Thema Verbot der Folter ist heute angesichts der Demonstrationen im Iran sicher ein sehr wichtiges Grundrecht, was wir als Menschenrecht wahrnehmen und auch verteidigen sollten. Wir wollen heute uns auf die Lebensgeschichte von Hans Meyer zubewegen, und den wichtigen Part dabei übernimmt Heinrich Bleicher. Er ist einerseits Mitbegründer und Vorsitzender der Hans-Meyer-Gesellschaft und gleichzeitig Herausgeber des Buches Hans Meyer, der unbequeme Aufklärer. Lieber Heinrich, ich übergebe an dich. Du musst dich noch entstummen. Ja, vielen Dank, Wilf. Und noch einmal einen schönen guten Abend allen. Ich lese zunächst aus der Einleitung zu den Gesprächen über Hans Meyer. Und im Weiteren werden wir uns dann auf zwei Interviews konzentrieren, die wir auch nur ausschnittweise nehmen können. Aber wir hoffen, dass wir damit ein Bild von Hans Meyer zeichnen, was näher auch zu seiner Person führt. In der Neckarhalde 41 in Tübingen hat er einen Platz gefunden, an dem er am Ende seines langen Jahrhunderts daheim sein konnte. Für den emeritierten Professor der Germanistik bedeutete es jedoch keinen Ruhestand. Nach den Jahren im Exil und danach in Leipzig und Hannover entstand das umfassende literarische und essayistische Alterswerk des Literaturwissenschaftlers und Kritikers. In seinen zweibändigen Erinnerungen, begonnen 1979 in Jerusalem, die unter dem Titel Ein Deutscher auf Widerruf 1982 und 1984 erschienen sind, erzählt er viel aus der Weimarer Zeit, der Zeit des Exils in Frankreich und der Schweiz sowie der Jahre 1949 bis 63 in der DDR und danach in Hannover. Allerdings nur wenig über sich selbst. Es ging ihm darum, Zitat, Reflexionen
sowohl über die Perioden der deutschen Literaturentwicklung wie über die Geschichte der deutsch-jüdischen Symbiose mit meinem eigenen Unterfangen, das eigene Erleben als Erzähler zu fassen und dadurch zu tradieren. Zitat Ende. Wer war dieser Mann, der die literarische und kulturpolitische Diskussion der frühen DDR wie der BRD in den 60er bis 80er Jahren des 20. Jahrhunderts maßgeblich mitbestimmt hatte? Der 1907 in Köln geborene Sohn einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie hat die Dialektik der gesellschaftlichen Entwicklung und den wissenschaftlichen Zugang dazu schon früh begriffen. Als kritischer junger Student in der Weimarer Republik war er ein von Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein geprägter roter Kämpfer, so hat er sich bezeichnet. Für ihn ist, Zitat, Köln immer beides gewesen, These wie Antithese mit Hegel und Marx zu sprechen. 1931 promoviert Meyer an der Kölner Universität bei Professor Fritz Stier-Somlow mit einer Arbeit über die Krise der deutschen Staatslehre. Das Studium der Rechtswissenschaften schließt er ab mit der zweiten großen Staatsprüfung am 4. Juli 1933 in Berlin. Nach Köln durfte er nicht zurückkehren. Die Nazis hatten seine Wohnung bereits durchsucht und über Belgien geht Hans Meyer in das französische und schweizerische Exil. In Frankreich arbeitet er für Max Horkheimers Institut für Sozialforschung über soziologische Fragen. Im schweizerischen Exil, wo Professor Hans Kelsen den jungen Wissenschaftler, den er noch aus Köln kannte, unterstützte, wandelt er sich vom Juristen zum Literaturwissenschaftler. Immer noch wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit ist sein dort geschriebenes Buch über Georg Büchner. Nach dem Ende des Krieges kehrt der 1938 Ausgebürgerte ins zerstörte Deutschland zurück. Von 1945 bis 1947 ist er Kulturredakteur und politischer Chefredakteur bei der deutsch-amerikanischen Nachrichtenagentur DANA bzw. bei Radio Frankfurt. Doch mit seinen Kommentaren und seiner politischen Auffassung als Sozialist konnte er sich in den Zeiten des beginnenden Kalten Krieges nicht halten. Im Februar 1947 wird Hans Meyer Gründungsmitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in Hessen. Einer Partei tritt er allerdings nicht mehr bei. Zwischendurch war er aber undokumentiert wohl Mitglied in der Schweiz, in der KP, aber das war alles Illegalität. Und einer Partei, wie gesagt, tritt er nicht mehr bei, aber der VVN gehörte er als Ehrenmitglied bis zu seinem Tode an. Im anderen Deutschland, wo man einen sozialistischen Staat aufbauen will, wird er als Professor für Literaturwissenschaften in Leipzig willkommen geheißen. Berühmt sind Meyers Vorlesungen im Hörsaal 40 der Leipziger Universität. Hervorragende Schüler wie Volker Braun, Uwe Jonsson und Christa Wolf sitzen in seinen Seminaren. Mit seinem Freund Ernst Bloch und dessen Frau Carola steht er für einen undogmatischen, kritischen Marxismus. Das kommt bei den Herrschenden in der DDR nicht gut an. Nach Blochs Weggang 1961 ist mit Meyer, nach Meinung der herrschenden Partei, immer noch eine Lehrmeinung zu viel in Leipzig. 1963 kehrt der Deutsche auf Widerruf, das ist der Titel seiner Erinnerungen, in das westliche Deutschland zurück. Hans Meyer wird Professor für Literatur in Hannover. Nach seiner Emeritierung 1973 geht er zu den Blochs nach Tübingen.
Die Zahl seiner Veröffentlichungen zeugt von einem langen und vielfältigen Œuvre. Allein an Büchern hat er über 70 Publikationen erreicht und die Zahl der Rundfunk- und Zeitschriftenbeiträge, Vorworte, Nachworte und Kommentare geht in die Hunderte. Die Themenvielfalt ist faszinierend. Neben literarischen und literaturwissenschaftlichen Veröffentlichungen sind es juristische, soziologische, kulturpolitische und musikalische Themen, denen er sich sowohl historisch als auch tagesaktuell widmet. Seit den 50er Jahren bis in die späten 80er Jahre hinein ist Meyer mit seinem fast enzyklopädischen Wissen bekannt und gefragt als Autor und Gesprächspartner in Ost und West sowie europaweit. Seine Reisen führen ihn auch nach Israel, China und in die USA. Gestorben ist Hans Meyer am 19. Mai 2001 in Tübingen. Begraben ist er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Soweit zur Einleitung über die Person Hans Meyer aus dem, was dokumentiert ist in seinen Schriften oder biografischen Daten. Und jetzt gehen wir über zu den beiden schon angesprochenen Interviews. Das Gespräch mit Inge Jens lautet: Es gibt wenige Menschen, denen ich so viel verdanke. Ich begrüße also Frau Jens, sage einen schönen guten Tag und gebe meiner Freude Ausdruck, dass sie sich bereit erklärt hat, ein Gespräch über Hans Meyer zu führen. Und jetzt kommt Welf. Hans Meyer war ein enger Freund und ich habe ihn bis zuletzt begleitet. Ich rede gern über ihn. Das ist wunderbar. Man kann da ganz viel von Hans Meyer lesen. Er spricht ja auch über sich selbst, insbesondere in seinen Büchern Ein Deutscher auf Widerruf, aber nur sehr begrenzt zu sich als Person. Also ist es für uns besonders spannend, durch das Gespräch mit Ihnen ein bisschen mehr herauszufinden. Wie war dieser Mensch, Hans Meyer? Inge Jens antwortet: Das ist jetzt sehr schwer in zwei Sätzen zu sagen, um zu erfahren, wie er wirklich war. Man musste ihn, das sage ich jetzt mal ungeschützt, über Jahre hin kennen. Er war ein Mensch, der keine Gefühle zur Schau trug. Ein Mensch, der sich nicht leicht erschloss, auch wenn man immer das Gefühl des Gegenteils hatte. Aber wenn er zu jemandem Vertrauen hatte, dann konnte man mit ihm reden. So sind Sie, sagte ich dann, für uns, glaube ich, die richtige Ansprechpartnerin. Vielleicht kann ich Ihnen einiges über ihn erzählen. Ich habe ihn gerade in seinen letzten Jahren sehr intensiv begleitet und zuletzt, während seiner letzten Krankheitsphase, war ich oft und viel bei ihm. Vielleicht kommen wir etwas später dazu. Wann und wo haben Sie ihn kennengelernt? Kennengelernt habe ich ihn in Leipzig. Zuerst, als er seinerzeit meinen Mann zu einem Vortrag eingeladen hatte. Aber danach hatte er auch mich expressis verbis nicht als Frau meines Mannes, sondern als selbstständiges Wissenschaftlerin eingeladen. Ich habe damals wahrscheinlich über Thomas Mann, Ernst Bertram referiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber er hat mich in seinem Oberseminar sprechen lassen und das war eine wirklich interessante Veranstaltung. Das Leipziger Oberseminar von Hans Meyer war sehr international besetzt, weitgehend auch international mit Mitgliedern aus der, in Anführungszeichen, östlichen Hälfte der Welt, die uns im Westen nicht unbedingt zugänglich war. Ich werde nie eine kleine Chinesin vergessen, mit der ich in irgendeinem Zusammenhang eine ganz außergewöhnliche, gescheite Diskussion hatte. Und wir unterhielten uns viel über ihre eigentliche Stärke, das Mittelhochdeutsche. Aber sie war eben auch gut in deutscher Literatur zu Hause. Da war sie sicher keine Ausnahmeerscheinung. Was die ausländischen Studenten anbetrifft, hatte Hans Meyer ja einen sehr engen und langjährigen Kontakt
insbesondere zu chinesischen Studentinnen und Studenten. Er hat ja auch Reisen nach China gemacht, um dort seine Schüler, die, ich vermute es mal, inzwischen Professorinnen und Professoren waren, zu besuchen. Er hat viele Schüler gehabt, die in ihren Heimatländern Professoren wurden. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nicht sehr viel. Hans Meyer deckte deutsche Literatur in der, von uns aus gesehen, anderen Hälfte der Welt weitgehend mit ab. Es studierten bei Hans Meyer wirklich Studenten der uns unzugänglichen Hälfte der Welt. Ich habe, wie gesagt, selbst in seinem Oberseminar referiert. Ich habe sie vor mir gesehen und alle Farben und alle östlichen Länder. Das war schon eindrucksvoll. Und vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, durch die Bank ein makelloses Deutsch sprechend. Das ist schon beachtlich, wenn Sie da eigentlich vorwiegend Ausländer und Menschen aus Regionen vor sich haben, die nicht Deutschland benachbart liegen. Wenn die nahezu fehlerfrei Deutsch sprechen, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Vermutlich hatte das ja auch mit der Anziehungskraft der deutschen Literatur zu tun, um dorthin zu kommen und dann Literaturwissenschaften bei Hans Meyer zu studieren. Ich glaube, dass es sich in diesem Falle wirklich die Waage hielt. Ich glaube, dass ihm gerade im fernen Osten und auch im nicht ganz so fernen Osten der Ruf vorausging, ein wirklich begnadeter Vermittler deutscher Kultur zu sein. Nicht nur Literatur, sondern deutscher Kultur. Ich sage das bewusst. Das hat es so nicht sehr häufig gegeben. Und das in einer frühen Zeit, also in den 60er Jahren. Das ist schon eine ganze Zeit lang her und das war damals noch nicht so üblich. Heute wundert man sich nicht mehr. Heute ist die Verflechtung international viel intensiver. Aber damals konnte man wirklich sagen, die andere Hälfte von uns aus gesehen, die andere Hälfte der Welt, sondern auch wirklich bei Hans Meyer deutsche Literatur nicht nur studiert, sondern auch wirklich gelernt, was deutsche Literatur ist. Gelesen und begriffen. Das Bestechende bei Hans Meyer ist ja, dass er die Literatur in den gesellschaftlichen Kontext gestellt hat. Dass er es verstanden hat, deutlich zu machen, was Literatur aussagen kann und in welch besondere Art und Weise Schriftsteller und Schriftstellerinnen über die Gesellschaft sprechen. Dem ist zuzustimmen, das war so. Und das erklärt natürlich auch den großen Run, würde man heute sagen, auf seine Seminare. Bei Hans Meyer studierte wirklich die andere Hälfte der Welt von uns aus gesehen. Eines der Hauptthemen bei Hans Meyer war zweifellos Goethe. Und es gibt jetzt einen Roman von Christoph Hein, der jüngst erschienene Roman Verwirrnis. In diesem Roman taucht ein Institutsleiter des Germanistischen Instituts auf. Er trägt dort den Namen Goethe höchst selbst. Das kann nur Hans Meyer sein, das ist ganz klar. Christoph Hein hat bei Hans Meyer studiert und Hans Meyer hat immer große Stücke auf ihn gehalten. Noch viel später als er, also Meyer, längst im Westen war, ist Christoph Hein relativ häufig in Tübingen gewesen. Ich bin allerdings bei keinem dieser Besuche dabei gewesen. Aber dass er bei Hans Meyer studiert hat, das weiß ich. Und dass er sich gerne an diese Zeit erinnert, weil ihm Welten erschlossen wurden. Das war so, wenn man mit Hans Meyer über Literatur redete. Ob nun didaktisch oder einfach nur klug. Es war immer ein Erlebnis. Er führte in immer neue Welten, die Literatur zu bieten hat. Das war schon faszinierend. Ja, es waren seine berühmten Schülerinnen und Schüler, Christoph Wolff, Irmtraut Morgner, Volker Braun und Uwe Jonsson, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Also wenn man diese Namen hört, dann weiß man, dass Meyer wirklich mit den Besten der damals neueren Literatur der DDR zu tun hatte. Ja, er hat die Elite der DDR-Literatur ausgebildet. Nicht, soweit sie akademisch ist, sondern soweit ihr an einer akademischen Ausbildung gelegen war. So muss ich wohl sagen.
Das leitet schon fast zu der Frage über, wie ist man mit Hans Meyer in der DDR umgegangen? Er ist ein sehr eigenständiger Sozialist mit einem spezifisch marxistischen Verständnis gewesen, was der Literaturauffassung der herrschenden Partei damals überhaupt nicht gefallen hat. Ja, er ist nicht sehr lange in der DDR geblieben. Er ist ja doch einfach in den Westen emigriert. Man muss sagen, es war für uns keine Überraschung, weil seit geraumer Zeit immer mal Bücher ankamen. Am Anfang habe ich einige aufgemacht. Es waren besonders schöne Bücher drin. Dann habe ich sie gar nicht mehr aufgemacht, weil ich dachte, okay, aber für seine Freunde kündigte sich die Übersiedlung schon an. Ganz entscheidend für den Gedanken, nicht in der DDR zu bleiben. Von Übersiedlung war noch nicht zu reden, war die Tatsache, dass Bloch nach dem Bau der Mauer nicht wieder zurückkehrte. Das hat ihn unendlich getroffen. Ich glaube, er hat sogar mehrere Wochen krank verbracht. Es hat ihn völlig aus der Bahn geworfen, dass Ernst Bloch nicht mehr nach Leipzig zurückkehrte. Der Kontakt mit Bloch war sehr eng und in Leipzig noch enger, als er nachher in Tübingen war. Sie haben, wenn ich das richtig erinnere, Hans Meyer ja auch in Leipzig besucht. Und dann war auch Ernst Bloch, vielleicht waren auch Carola Bloch bei diesen Gesprächen mit dabei. Sicherlich nicht bei den Seminaren und bei den akademischen Veranstaltungen, aber bei den privaten Veranstaltungen und bei Einladungen sowie Gesprächen hinterher waren sie immer dabei. Selbstverständlich. Hans Meyer war auch in gewisser Weise stolz auf diese Freundschaft mit Bloch und sie hat ihm unendlich viel bedeutet. So viele für ihn in Frage kommende wirkliche Partner zum Austausch hatte er natürlich nicht dort drüben. Er hatte seine Schüler, unter denen sich ja doch eine ganze Anzahl nicht unbedeutender befand, aber die Freundschaft mit Bloch hat ihm schon sehr, sehr viel bedeutet. Also meinen Sie, dass man sagen könnte, ein wesentlicher Grund, in den Westen dann doch zu gehen, war auch die Freundschaft mit Ernst Bloch und ein Fehlen der Mitstreiter? Das Letztere würde ich sofort unterstreichen. Den ersten Teil Ihrer Formulierung würde ich vielleicht etwas modifizieren. Inwiefern? Es ist nicht so, dass er nur in den Westen gegangen ist, weil Ernst Bloch sich vor ihm abgesetzt hatte. Er hatte schon ein großes Gefühl der Verantwortung seinen Schülern gegenüber. Das würde ich sagen. Das Gefühl bei ihm für seine Schüler war ausgeprägter als das, was Bloch für seine Schüler hatte. Bloch hatte seine Sachen gemacht und seine Philosophie vorgetragen. Aber für Hans Meyer war der Austausch mit den Studenten ganz wichtig und auch der geistige Austausch. Schauen Sie sich seine Schüler an, Christa Wolf und Volker Braun. Ich könnte weitere nennen, aber es ist schon so lange her. Ich hätte Ihnen vielleicht vor 10 Jahren noch eine ganze Handvoll Namen aufzählen können, über die ich jetzt lange nachdenken müsste. Wenn ich noch einmal vielleicht kurz zum Stichwort Bibliothek zurückkommen kann. In seinen Erinnerungen spricht Hans Meyer ja ganz stolz über die formidable Bibliothek, die er sich angeschafft hatte, als er in Leipzig anfing. Das hat er in einem Brief an einen Bekannten in Westdeutschland geschrieben und er hat dann, Sie haben das schon angedeutet, dafür gesorgt, dass zumindest die wichtigsten und besten und ihm besonders nahestehenden Werke in den Westen gingen. Er hat relativ regelmäßig Bücher gesandt. Und wenn die Stasi etwas intelligenter gewesen wäre, hätte das deutlich auf eine bevorstehende intendierte Republikflucht hingewiesen. Ja, der Geist geht voran. Er hat es auch mit Hilfe von Fritz J. Radatz geschafft. Zumindest spricht Radatz in seinen Erinnerungen davon, einen Teil der Bibliothek in dem Fall dann erstmal nach Hamburg zu schaffen. Über Radatz möchte ich in diesem Interview nichts sagen. Es kann sein, es muss nicht so gewesen sein. Ich weiß ja davon nichts. Hans Meyer war ja auch gut bekannt mit Erich Fried. Er war der erste Vorsitzende der Erich-Fried-Gesellschaft. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen oder sind Sie dabei gewesen? Ja, wir sind gelegentlich zusammen mit ihm zur Friedtagung nach Wien gefahren.
Aber ich kann Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Das war aus deren Sicht speziell österreichisch orientiert. Ich habe damals im Rahmen der Erich-Fried-Gesellschaft viele interessante Leute kennengelernt. Die Tagungen waren eigentlich auch immer interessant, weil mir diese österreichische Literatur weitgehend fremd war. Ich kannte Ilse Aichinger, ich kannte Inge Bachmann, Paul Celan, der ja eigentlich nicht dazuzurechnen ist. Aber da habe ich viel gelernt bei diesen Tagungen der Erich-Fried-Gesellschaft in Wien. Hat Hans Meyer diese Tagungen dann auch geleitet, diese Sitzung, oder wie lief das ab? Er hat sie strukturell nicht geleitet. Es gab professionelle Leiter dort, aber die Veranstaltung, den Ablauf der verschiedenen Programmpunkte, die hat er schon weitgehend mitgestaltet. Er war sehr führend, was das Geistige und die Struktur des Ganzen anging. Das Organisatorische, das war nicht seine Stärke. Das hat er gerne anderen überlassen. Aber wenn er denn so einen Organismus zur Handhabung sozusagen bekam, dann wusste er schon, wie er den strukturierte und wie er auch instruierte und wiederum fruchtbar für andere machte. Das beherrschte er gut. Dafür spricht auch, dass er das Literaturinstitut in Hannover quasi aufgebaut hat. Da gab es praktisch nichts. Mein Mann hatte den Ruf nach Hannover bekommen. Er hatte gesagt, ich verhandle nicht. Beruft Hans Meyer aus Leipzig. Das haben sie dann auch gemacht und sind gut damit gefahren. Er hat sehr segensreich an der TH gewirkt. War natürlich sehr wichtig mit seinem nicht zu eng germanistischen und literaturwissenschaftlichen Kanon, sondern er passte sich den Bedürfnissen der Studenten an und unterrichtete sie dann allerdings auch wirklich in globalen Zusammenhängen. Er konnte auch über den Zaun gucken, was dann hilfreich war an einer Universität, die nicht geisteswissenschaftlich geprägt war. Das war seine Stärke. Es gab diese kleinkarierte Ansammlung von Spezialgebieten sozusagen, die gab es für ihn nicht. Wenn er ein Problem hatte, dann konnte er das wirklich so verfolgen, wie es die Probleme aus sich nahelegten, aber nicht irgendeine von außen oktroyierte Ordnung oder ein Ablauf, an den er sich halten müsste. Gut, in dem Sinn war er dann wirklich auch eigenschöpferisch tätig, was seine Profession anbetrifft. Ja, er war sicherlich in Hannover an der richtigen Stelle und die waren auch sehr glücklich mit ihm. Und er hat sich auch sehr wohl gefühlt. Er war da auch sehr gerne und hat ganz offensichtlich sehr segensreich gewirkt. Ich habe einige Rückmeldungen auch von Älteren. Seine Vorlesungen wurden bald zu einem Studium Generale, von Älteren besucht, von nicht-technischen Studenten. Es wurde auch in Hannover zu einem hochgehandelten Bildungserlebnis. Man ging hin und hörte sich das an, so wie es das hier auch gibt. Es gibt in jeder Universität Vorlesungen, wo man immer mit Gewinn hingeht und als Student, weil sie eben nicht fachbezogen sind, sondern sich einem allgemein interessanten Thema widmen. Wir machen wieder einen Sprung. Es geht im Weiteren um Besuche in den USA, in China, in Jerusalem. Aber wir setzen jetzt fort, um zum Schluss zu kommen. Wenn wir allmählich zum Schluss kommen, würde ich gerne noch einmal fragen, warum Ihrer Auffassung nach Hans Meyer auch heute noch wichtig ist. Weil es wenig Menschen mit einem derartig enzyklopädischen Wissen gibt. Er deckt eine Zeit ab, für die es auch durch die politischen Unruhen in Europa, europaweit muss man sagen, Unruhen ist ein gelinder Begriff, also wo es europaweit wenig Zeugen und Zeugnisse gibt. Da ist Hans Meyer einer der wirklich wichtigen Zeitzeugen, der die Zeit bewusst erlebt hat, der viel gesehen hat. Nicht immer freiwillig, aber alle Stationen, in die ihn das Leben geschickt hat oder in die es ihn verbannt hat, wie Sie es wollen, immer hat er sie nicht einfach über sich ergehen lassen. Das musste er ohnehin, aber er hat sie auch registriert und er hat versucht, sie einzuordnen und nicht nur in sein persönliches Schicksal, sondern auch in das politische Schicksal. Ja, vielen Dank, Welf. Soweit zu dem Interview mit Inge Jens.
Wir lesen jetzt Auszüge aus einem Gespräch mit Leo Kreutzer. Professor Leo Kreutzer ist der Nachfolger von Hans Meyer in Hannover gewesen. Und er ist einer derjenigen, die Hans Meyer wirklich auch sehr intensiv gekannt haben und ihn selbstverständlich auch besonders geschätzt haben. Das Gespräch heißt: Ohne Lampenfieber kann man keine Vorlesung halten. Wir bedanken uns bei Professor Kreutzer, dass er bereit mit uns ist zu sprechen und fragen ihn zum Anfang, wo haben Sie Hans Meyer kennengelernt? In Tübingen. 1963 ist Hans Meyer von einer Reise in den Westen nicht mehr nach Leipzig zurückgekehrt. Seine Entscheidung, sich im Westen niederzulassen, fiel auf Tübingen, weil da Ernst Bloch, der ihm schon vorausgegangen war, lebte und weil er gut befreundet mit Inge und Walter Jens war. Er kam im August 1963, wenn ich mich richtig erinnere, nach Tübingen. Ich war in der Schlussphase meiner Promotion in Germanistik, promovierte dann 1964 und war dann frei. Ich war auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit und Hans Meyer war auf der Suche nach jemandem, der ihm half bei seinen verschiedenen Projekten. Er kam mit wenig Gepäck, aber er hatte den Koffer voll Verlagsverträgen und war gewöhnt, in Leipzig Zuarbeit zu haben von vielen Menschen und in Tübingen war niemand. Und dann hat Walter Jens mich mit ihm zusammengebracht und ich habe bei ihm debütiert mit dem Erstellen von Fußnoten. Es fing mit einer Zuarbeit im kleinen wissenschaftlichen Bereich an, aber es stand dann ein großer Schritt bevor. Hans Meyer hatte eigentlich nur in den Westen gehen wollen, wenn auch eine Professur möglich war. Die Tätigkeit, die Sie beschrieben haben, war dann auch eine sehr umfangreiche Übergangstätigkeit. Und er hat, wenn ich das richtig sehe, vermittelt durch Walter Jens eine Professur in Hannover bekommen. Darauf hatte Inge Jens ja auch schon hingewiesen. Ein Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur. Den gab es in Hannover aber noch gar nicht. Das heißt, es war eine große Aufbauarbeit, die da geleistet werden musste. Und Sie sind dann als Assistent Hans Meyers von Tübingen nach Hannover gegangen. Er saß in Tübingen und wartete auf den Ruf aus Hannover. Da gab es einiges hin und her. Gutachten, die davon abrieten. Andere sagten, ja, wen sonst als ihn? Und er kriegte schließlich den Ruf. Er fragte mich dann, ob ich mit ihm nach Hannover ginge. Da gab es bei diesem Lehrstuhl, der war aber gedacht damals noch als Bestandteil eines Studium Generale für die Techniker, für die künftigen Ingenieure und Naturwissenschaftler. Es war noch eine technische Hochschule und die sollten ein bisschen allgemein gebildet werden. Das war alles, was zunächst einmal mit diesem Lehrstuhl verbunden war. Es wurde aber die Einrichtung eines förmlichen Studiengangs für Lehramtsstudenten der Germanistik betrieben. Dieser Studiengang kam dann auch sehr rasch und dann war Hans Meyer wieder zuständig für eine akademische Ausbildung. Also er war dann zuständig für die Ausbildung von Germanisten, von künftigen Deutschlehrern. Das fing sehr, sehr klein an. In der ersten Vorlesung saßen 8 Leutchen, ja völlig eingeschüchtert. Aber das war dann sehr schnell anders. Res und Kollegium. Also wenn man davon ausgeht und 8 Studenten hat, ist das ja schon eine gute Ausgangsposition. Aber die ganzen Voraussetzungen, die zu leisten waren, waren doch sehr umfangreich. In der Festschrift für Meyers 60. Geburtstag, wo Hans Meyer von einer Weltreise zurückkam, schreiben Sie, Zitat, von der Weltreise zurück ins Dienstzimmer, in die Disziplin des Wochenprogramms mit Vorlesungen und Seminaren, Fakultätssitzungen und Sprechstunden und Beratungs- und Verwaltungsarbeit. Das hört sich nicht nach Literaturwissenschaft an, sondern nach einem enormen Arbeitspensum. Wie haben Sie das bewältigt mit Hans Meyer? Also, das muss dann ja schon 1966 gewesen sein,
Denn die Festschrift von Walter Jens, herausgegeben, erschien dann 1967 zum 60. Ich meine, das, was ich da beschreibe, sind die üblichen Verpflichtungen in der Selbstverwaltung. Auf der einen Seite gibt es die Lehrverpflichtungen, die Verpflichtung zur Forschung. Aber die Lehrstuhlarbeit war dann sehr verbunden mit der Beteiligung an Selbstverwaltung. Hans Meyer hatte immer Vorträge gehalten. Er ist immer wieder in neue Gebiete vorgedrungen. Aber die Rückkehr an die Universität war verbunden mit Verpflichtungen in der Selbstverwaltung bis hin zur Mittelverwaltung. Die Mittel waren nicht üppig, aber sie mussten verwaltet und disponiert werden. Teilnahme an Fakultätssitzungen und all das waren dann regelmäßige Verpflichtungen, an die er sich zuerst mal wieder gewöhnen musste. Es gab außer Ihnen noch weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Pieke Biermann, mit der gibt es auch ein Interview in diesem Buch, hat erzählt, dass sie in kleinen Bereichen hilfreich war. Und Jürgen Peters, über den Sie auch ein interessantes Buch herausgegeben haben, war auch mit dabei. War das ein Team, Hans Meyer? Ja, nach und nach wurden ihm Stellen zugeordnet. In dem Maße, wie die Aufgaben wuchsen, musste man ihm natürlich auch Helfer und Helferinnen zur Seite stellen. Ich war der erste Assistent und er hat mich immer als seinen Oberassistenten betrachtet. Und immer, wenn was schief lief, war ich derjenige, den er sich zur Brust genommen hat. Aber es kam dann auch mal Jürgen Haupt und dann kam Jürgen Peters. Der war Bloch-Schüler. Den hatte Hans Meyer auch in Tübingen kennengelernt und der war ihm dann von Ernst Bloch ans Herz gelegt worden. Und dann gab es einen Stab von sogenannten wissenschaftlichen Hilfskräften, zu dem dann auch mal Pieke Biermann gehört hat. Dann gab es sehr bald schon die Berufung eines Linguistikprofessors. Ohne den hätte man diesen Studiengang ja gar nicht in aller Form realisieren können. Das wuchs dann sehr, sehr schnell. Es gab von 1965 bis 1968 auch Veranstaltungen des literarischen Kolloquiums. War das eine sozusagen die Schwarzbrotarbeit am Institut und das andere das Sahnehäubchen oder auch die Prominentengala? Also Hans Meyer war ein Semester lang zu Gast gewesen bei Walter Höllerer in Berlin an der TU und hatte dort dieses von Walter Höllerer veranstaltete literarische Kolloquium erlebt. Und Hans Meyer hat keine Scheu gehabt, das nach Hannover zu übernehmen. Also wen er einlud, der hatte nach Hannover zu kommen. Die ganzen Leute von der Gruppe 47, die habe ich alle damals in Hannover kennengelernt und bin ihnen so näher gekommen. Hans Meyer legte auf der einen Seite großen Wert darauf, sie in seinem Kolloquium zu präsentieren, aber oft hatte er kurzfristig nicht Lust oder Zeit, sie beim Eintreffen in der Stadt persönlich zu empfangen. Dann hat er mich sozusagen vorgeschickt. Ich habe sie dann in Empfang genommen, am Flughafen oder am Bahnhof, bin mit ihnen Mittagessen gegangen, habe den Nachmittag mit ihnen verbracht und auf diese Weise habe ich eigentlich die ganzen Leute von der Gruppe 47 gut kennengelernt. Das war nicht immer angenehm, aber doch immer interessant. Ernst Schnabel war damals Chef von irgendwas im NDR. Mit dem ging ich Mittagessen. Und dann sagte er nach dem Essen, ach, Herr Kreuzer, jetzt trinken wir aber zusammen einen Cognac. Und ich habe gesagt, aber Herr Schnabel, mittags ein Cognac? Und erst hinterher ist mir aufgegangen, du Idiot, der Mann hat die ganze Zeit hin gebibbert nach einem Cognac und sowas von unsensibel meinerseits. Also solche Geschichten habe ich noch und noch zu erzählen. Eine andere Geschichte. Ich ging mit Hans Meyer zusammen in den Welfengarten mit Paul Celan. Und dann kam die Situation, als wir wieder zu den Häusern zurückkamen, da fragte Paul Celan Hans Meyer, Hans, kennen Sie das auch, dass, wenn Sie in Deutschland um eine Straßenecke biegen, befürchten, dass da ein Plakat hängt, Juden raus? Also das waren auch dann einzelne Situationen, ein großes Spektrum von gemeinsamen Situationen. Und das Kolloquium selber, das war dann das Auditorium Maximum. Damit war das ländliche, einfache Hannover plötzlich eine Art Literaturhauptstadt für einen gewissen Zeitpunkt. Und wenn ich das recht erinnere, Paul Celan ist ja,
wenn man ihn nicht etwas näher kennt, schwer zu lesen und zu verstehen, obwohl er nicht unzugänglich ist. Darauf hat Hans Meyer immer bestanden. Aber allein sein Vortrag während dieses Kolloquiums muss die Leute fasziniert haben. Ja, sicher. Ich kannte das schon ein bisschen von Tübingen her. Viele Schriftsteller hatte ich ja aus großer Distanz schon hin und wieder in Tübingen erlebt, also unter anderem auch Paul Celan. In etwas intimeren Situationen brannte da auch gerne mal eine Kerze. Das war dann in Hannover nicht so. Ja, okay. In den Erinnerungen von Hans Meyer heißt es, das literarische Kolloquium freilich gab ich auf. Ich wollte verhindern, dass ein von mir eingeladener Gast behelligt werden könnte von Leuten, denen Krawall wichtiger war als Zuhören. Es ging damals um die Studentenunruhen. Der französische Ruf nach der Fantasie an die Macht scheint nach Meyers Auffassung bei den 68er Studenten in Hannover nicht gut angekommen zu sein. War das so? Hans Meyer hatte Probleme mit den Unruhen in Hannover. Aber die Unruhen an der Universität in Hannover waren vergleichsweise milde, wenn man an Berlin denkt, an Frankfurt. Andererseits war Hannover auch auf dem Weg, eine Art Dépendance der Frankfurter Schule zu werden. Da kam dann Peter Brückner, der war in Hannover, Jürgen Seifert, Oskar Negt. Da gab es schon eine Reihe von Studenten, die deren Botschaft auch in gewaltförmige Aktionen umsetzten. Und Hans Meyer hatte dafür überhaupt keinen Sinn. Also um das an einem Beispiel zu veranschaulichen, wir saßen 68 noch im Östra-Haus in der Goethestraße, dem Verwaltungsgebäude der hannoverschen Verkehrsbetriebe. Und da saßen wir im zweiten Stock. Und man konnte Hans Meyers Annäherungen an sein Dienstzimmer so hören, dass er Plakate und Anschläge von der Wand riss. Das Theater war ihm nicht zu machen. Das war ihm zu viel. Ich war hin und her gerissen. Auf der einen Seite war in Hannover eigentlich die 68er-Bewegung an der Uni eine Assistentenbewegung. Und ich war zwar nicht einer der großen Helden, aber ich war schon irgendwie mit einbezogen. Und auf der anderen Seite hatte ich sehr viel Verständnis für die Art und Weise, was Hans Meyer für eine Atmosphäre brauchte, um seine Vorlesung zu halten. Hochkonzentriert. Nur mit einem Stichwortzettel. Und die geringste Störung brachte ihn aus dem Konzept. Also die Hochschule war eine technische, aber technisch sehr veraltet und die Heizungen knackten im Winter. Und im ersten Winter während der Vorlesung fing die Heizung an zu knacken. Und Hans Meyer schickte mich nach draußen, um das abzustellen. Ich musste nach draußen gehen, wusste aber nicht richtig, wie ich das machen sollte. Dann habe ich den Hausmeister gesucht und er hat gesagt, passen Sie mal auf. Also die sind veraltet, da können wir nichts dran machen. Die müssten alle ausgetauscht werden. Aber das geht so schnell nicht. Aber es hörte dann irgendwann von selbst auf. Und dann habe ich mir angewöhnt, wenn es knackte und Hans Meyer mir einen Wink gab, draußen zwei Zigaretten zu rauchen und dann wieder reinzugehen. Das war natürlich hochgefährlich, weil er gedacht hat, ich bin in der Lage, etwas zu lösen. Aber seine Empfindlichkeit bei jeder Störung konnte ich gut nachvollziehen. Hans Meyer hat immer gesagt, ohne Lampenfieber kann man keine Vorlesung halten. Er war akademischer Lehrer. Aber er hat das mit der Einstellung des Künstlers gemacht und des Theaterschauspielers. Und er hat mir irgendwann einmal gesagt, ohne Lampenfieber werden Sie nie eine gute Vorlesung halten können. Das ging ziemlich weit. Also wenn dann jemand mal aufstand und zum Klo wollte, der wurde angeherrscht. Er solle sich wieder hinsetzen. Und die Leute haben sich, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, vor Schreck wieder hingesetzt. Ich konnte das gut verstehen. Ich habe verstanden, das ist eine der Voraussetzungen dafür, so brillante Vorlesungen zu halten. Aber 68, wenn dann eine entsprechende Atmosphäre in den Lehrsälen war, da konnte Hans Meyer überhaupt nicht mit umgehen. Wenn Revolution, dann sind das Arbeiter. Aber eine von Studenten getragene Revolution war für ihn völlig abwegig. Das waren schon sehr problematische Zeiten und dann hat er eigentlich auch das Kolloquium aufgegeben, weil er seinen Gästen das nicht zumuten wollte. Oder er hätte das nicht ertragen, wenn die Gäste so etwas hätten mitmachen müssen.
Es gab einen Auftritt von Peter Handke und Peter Handke hatte damals das entdeckt. Er machte keine Dichterlesung, sondern er bat das Publikum, Zettel mit eigenen kleinen Texten zu schreiben und ihm herunterzureichen, die er dann vorlesen werde. Und Hans Meyer wollte das abstellen. Er wollte das nicht. Und wir, die drei Assistenten, haben ihn während dieser Veranstaltung dazu gebracht, stillzuhalten und haben ihm hinterher erklärt, dass das nun mal so ist mit Peter Handke. Da war er überhaupt nicht einverstanden, dass das so gehandhabt würde. Er hatte seine bestimmten Vorstellungen und konnte, wenn es anders lief, nicht gut damit umgehen. Das muss man einfach mal so sagen. Er hat ja dann auch gesagt, Bürgersöhnchen, hier sind nicht die Arbeiter, die die Revolution machen wollen. Da kam der alte rote Kämpfer irgendwie durch. Und unpolitisch war er keinesfalls. Er hat ja auch gemeinsame Seminare mit Politologen gemacht, mit Peter von Oertzen zum Beispiel. Über Georg Lukacs. Das war eines der spannendsten Seminare, an denen ich als Assistent auch teilnehmen musste und durfte Peter von Oertzen über Georg Lukacs hören. Das war schon sehr ungewöhnlich. Also mit Peter Brückner hat er so ein bisschen Probleme gehabt. Die waren nicht so gut miteinander. Die konnten nicht gut miteinander umgehen. Das klingt ein bisschen verwunderlich für mich, weil er hat ja bei der Berufung von Peter Brückner mitgewirkt und andererseits ist er für ihn eingetreten, als die Angriffe auf Peter Brückner kamen nach dem Motto, Zitat, das ist der Mann, bei dem Ulrike Meinhof übernachtet hat. Da hat er sich für ihn in die Bresche geworfen und er hat dann gesagt, seine Provenienz als Jurist ist die Grundlage. Und er hat einen Artikel in den Frankfurter Heften geschrieben, der quasi auf das Fazit hinauslief, dass Peter Brückner genau das tut, was seine Pflicht als aufklärender Wissenschaftler ist und dass er aufgrund des Grundgesetzes und der sich aus diesem ergebenden Verpflichtungen nicht schuldig gesprochen werden kann. Sie haben recht. Ich habe mich eben mehr auf den persönlichen Umgang miteinander bezogen. Irgendwie hat die Chemie zwischen ihnen persönlich nicht gestimmt. Er hat dann später sich sehr für ihn stark gemacht. Ich selber war damals Dekan, als Peter Brückner vor Gericht stand. Und ich bin als Dekan zu den Verhandlungen gegangen, weil ich mir an Ort und Stelle ein Bild machen wollte. Ja, die Geschichte mit Peter von Oertzen passte. Sie verstanden sich auch persönlich sehr gut. Mit Oskar Neck gab es keine gemeinsame Arbeit? Nach meiner Erinnerung sind sie sich überhaupt nicht näher gekommen. Also das mit Peter von Oertzen war die stärkste Annäherung. Und Hans Meyer war eigentlich nicht genuin ein Team-Teaching-Man. Aber Georg Lukacs war natürlich ein ideales Thema für eine solche Zusammenarbeit. Lukacs und sein Werk Geschichte und Klassenbewusstsein haben ja eine große Rolle für die politische Entwicklung von Hans Meyer gespielt. Ja, das ist damals auch sehr stark im Mittelpunkt gestanden. Ich persönlich konnte direkt mehr mit den literarischen Arbeiten und diesen Arbeiten zu Goethe anfangen. Ich erinnere mich nicht mehr im Einzelnen daran, aber es ist einer der Höhepunkte meiner Assistentenzeit gewesen in Hannover. Wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung im Interview. Die Frage an Leo Kreutzer lautet, wenn Sie auf die gemeinsame Zeit mit Hans Meyer zurückblicken, dann stellt sich die Frage für uns als Hans-Meyer-Gesellschaft, die wir ja für sein Werk eintreten, für die Verbreitung dessen, was er geschrieben und gelehrt hat, was kann man von Hans Meyer auch heute noch lernen? Er hat sich ja in vielen Bereichen bewegt, und zwar in allen Bereichen, wo er sich geäußert hat. Als Kritiker, als Analytiker, als Historiker, immer mit höchster Kompetenz und großer Sensibilität. Und was mir immer besonders wichtig war, mit großer Beeindruckbarkeit. Hans Meyer fing an, sich mit Kunst oder auch mit einzelnen Texten, Musikstücken intensiv zu beschäftigen, wenn er beeindruckt war. Also sich zu beschäftigen mit der Qualität eines Kunstwerks,
aber auch mit den Kontroversen, die es um dieses gab. Das hat ja auch bei seinem Weggang aus Leipzig eine Rolle gespielt. Die Kontroverse um Dr. Zhivago. Das war für ihn eine große Herausforderung zu zeigen, das ist kein Buch, mit dem man kurzen Prozess machen kann. Was mich als Zeuge in der Vorlesung, in Seminaren, in Gesprächen, Hans Meyer hat mich sehr oft zum Essen eingeladen, geprägt hat. Er wollte nicht alleine essen und schon war ich eingeladen. Das war manchmal sehr schwierig, aber insgesamt waren es natürlich unverwechselbare Gespräche. Das eine ist meine Wahrnehmung in der Zeit, wo ich mit ihm auch akut zusammenarbeitete. Da haben mich seine Präsenz, seine Geistesgegenwart und dann natürlich sein fabelhaftes Gedächtnis fasziniert. Er hatte aus diesem Wissen unglaubliche Analysen gemacht. Uwe Jonsson hat das Jahrhundertdurchblicke genannt. Das war reminiszenzreich und gleichzeitig textnah. Das alles hat mich sehr beeindruckt und im Nachhinein glaube ich, das war etwas, was ich heute Doppelblicken nenne. Und dass das bei mir angefangen hat als Schüler von Hans Meyer. Heute beziehe ich das überwiegend auf interkulturelle Wahrnehmungen, also afrikanische Literatur aus der Sicht von Deutscher und umgekehrt. Dieses Hin- und Herblicken statt Vergleichen, dieses jeweils das eine im Lichte des anderen zu sehen, das ist etwas völlig anderes als Vergleichen. Ich habe das entwickeln müssen. Meine afrikanischen Schüler afrikanische Literatur und deutsche Literatur vergleichen wollten. Wo gab es da was zu vergleichen? Beziehungsweise, wenn, dann gab es das im Sinne der Komparatistik durch einen Einfluss von deutscher Literatur auf afrikanische. Und das wollte ich nicht auch so. Doppelblicken. Hans Meyers Doppelblicken geschah, und das habe ich erst in dem Maße verstanden, wie ich das selber als Konzept entwickelt habe, zwischen Literatur und Leben. Das würde ich heute als das ansehen, was man vor allem von ihm lernen kann und was wir am meisten brauchen können. Also, ich sage mal ein Beispiel. Hans Meyer argumentierte in einer heftigen Auseinandersetzung um den ehemaligen Marinestabsrichter Hans Filbinger auf eine als ungemein erhellend bewertete Weise mit dem Roman »Die Toten bleiben jung« von Anna Segers. Der Tote, der im Leben des, wie Rolf Hochhuth in seiner Zeit nannte, furchtbaren Richters, Filbinger jung geblieben sei und ihn als Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg einhole, sei der Deserteur, dessen Hinrichtung er am Ende des Krieges betrieben habe. Dieses Hin- und Herblicken, dieses das Leben verstehen und von der Literatur her und die Literatur vom Leben her, das ist für mich die wichtigste Orientierung nach der Zusammenarbeit mit Hans Meyer geblieben. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich gemacht habe. Wenn ich das richtig sehe, haben Sie das auch in Ihrer Aufsatzsammlung Anders lesen, zum schon genannten Beispiel Dr. Zhivago ausgeführt, wo der Einstieg über ein Bild von Chagall läuft. Dort habe ich auch zitiert, wie Hans Meyer sein Vorgehen in seinen Erinnerungen beschreibt. Es fängt mit einer Reminiszenz an. Etwas erinnert ihn an etwas anderes. Ich habe mich in diesem Zusammenhang einmal mit dem Prinzip Ähnlichkeit beschäftigt. Denn Hans Meyer geht dabei ja nach dem Prinzip Ähnlichkeit vor. Nach einem Prinzip also, das in der Wissenschaft eher verpönt ist. Also entweder ist etwas gleich oder es ist eben anders. In der Wissenschaft muss man exakt sein. Und exakt ähnlich gibt es nicht. Dabei handelt es sich bei der Wahrnehmung von Ähnlichkeiten um eine historisch ehrwürdige Erkenntnisform. Seit jeher hat die Gattung, hat aber auch das Individuum sich beim Betreten eines neuen, realen und geistigen Terrains am Ariadnefaden des Annähelns vorangetastet. Ohne Ähnlichkeiten hätten Menschen sich nie und würden sich bis heute nicht in ihrer Umwelt bewegen können. Sie bewegen sich am Faden von Ähnlichkeiten. Sie haben bestimmte Erfahrungen schon gemacht und übertragen sie.
so bewegen sie sich im Leben. Und Hans Meyer bewegt sich so als Kritiker. Es fängt an mit einer Reminiszenz und er geht danach und das entfaltet sich. Und dann wird es von ihm auch in die Geschichte zurückverfolgt. Und wenn dann noch Widersprüche auftauchen, dann ist das für den Dialektiker erst recht ein Zeichen, dass er auf dem richtigen Weg ist. So habe ich mir das klar gemacht. Die Schule für Hans Meyer war die Forensik, die Rechtsprechung. Bei der war das immer der Fall gewesen, mit dem er in seiner juristischen Ausbildung zu tun bekommen hatte. Auch bei der Kunstkritik geht es immer um einen Fall und das Spiel der Ähnlichkeiten. In der Literaturwissenschaft ist es eher verpönt. Da darf man eigentlich so nicht arbeiten. Da hat es um die Zuordnung von Texten zu Schulen, Epochen, Gattungen und Stilen zu gehen. Aber dann kommt man vielleicht auch nicht zur Kenntnis Hans Meyers mit seiner Art zu lehren und wie er zu diesen Erkenntnissen gekommen ist. Zu den Widersprüchen, die da in der Gesellschaft sind und wo die Entwicklung dann erst recht stattfindet. Im Grunde ist es ja nichts anderes als Dialektik. Die Widersprüche sind die Hoffnungen. Also etwas ist erst ganz wahr mit seinem Gegenteil. Das ist ja okay, das ist so. Ich glaube, so kann man das sehen. Ja, vielen Dank. Soweit zu dem Gespräch mit Leo Kreutzer. Das Stichwort Hoffnung ist schon gefallen. Und die Reihe, unter der wir hier die Lesungen machen, steht ja auch unter dem Stichwort Hoffnung. Und zum Abschluss lese ich einen kurzen Beitrag von Hans Meyer. Den hat er gehalten als Dankrede bei seinem 85. Geburtstag. Der wurde am 22. März im Akademietheater in Wien gefeiert. Es ist ja in dem Gespräch mit Inge Jens schon deutlich geworden, dass Hans Meyer Gründungspräsident der Erich-Fried-Gesellschaft war, dass er sich dort oft aufgehalten hat und bei diesen Vorträgen, Versammlungen viele Literaturwissenschaftler, Literaten, Künstler gewesen sind. Und die alle haben ihm mit einer kleinen Rede, einem spezifischen Beitrag bei seiner Geburtstagsfeier im Akademietheater in Wien gedankt. Und das Ganze steht unter dem Motto: Wir wollen nicht ohne Hoffnung leben. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, jetzt wäre natürlich eine Dankrede fällig. Diskret aus der Brusttasche gezogen, das sorgfältig redigierte Manuskript und dann mit sonorer Stimme, wenn irgend möglich, vorgetragen. Mit alledem kann ich nicht dienen. Es sind ja nicht nur die Augen, die das sorgfältige Lesen gar nicht mehr möglich machen. Es wäre auch sinnlos. Was wäre da an Dank zu sagen jedem Einzelnen? Hier ist die Mappe mit den Texten, die mich überwältigt haben. Ich habe ja von nichts von dergleichen gewusst. Ich wusste ja nur, dass man, und es ist wunderbarerweise ja auch möglich geworden, die Verbindung des faulen Pfarrers aus Tübinger Stift, Eduard Mörike, mit diesem frechen Steirer genannt Hugo Wolf vorbringen würde. Tübingen und Wien, mit dem Gruß an den Rezensenten, der ja immer wieder nachwächst und immer wieder nachwachsen wird, wie die Hydra, die immer neue Köpfe hat. Und es ist niemand da, auch kein Herkules, der sie abschlägt. Eine Dankrede zu alledem wäre gar nicht möglich. Aber ich sehe diese Veranstaltung ja nicht als eine persönliche, als eine Geburtstagsfeier, sondern nur als eine Hommage an. Zweierlei Dank allerdings. Dank an den toten Erich Fried, der uns recht eigentlich in seinem Zeichen, und das ist ja wohl das Sternzeichen, zusammengebracht hat. Und Dank auch an dieses Haus. Dank an Klaus Peimann und Hermann Beil, die
uns seit der unvergessbaren Gedenkfeier im Burgtheater im Zeichen Erich Frieds immer wieder zusammengeführt haben, die die Sache Erich Frieds und der unsrigen zu ihrer gemeinsamen Sache gemacht haben. Aber zuhörend, mitfühlend, angerührt, verwundernd, bewundernd über diese viele Präsenz einer realen, sich stets erneuernden Poesie, frage ich mich, was eigentlich es ist, das uns hier miteinander verbindet. Das ist eine Gemeinschaft, aber so unendlich viele divergierende Ästhetiken, Stellungnahmen zur Gesellschaft, aber auch im Negativen doch eine Gemeinsamkeit. Eine Gemeinsamkeit auch in zwei entscheidenden Negationen. Das ist nun wahrhaft, und das ist gut so, eine negative Dialektik, nicht nur im Sinne von Adorno, denn alle Dialektik muss notwendigerweise Negation sein, auch wenn sie nicht immer, wir haben es erlebt, im Hegelschen Sinn zu einer Negation der Negation führen wird. Zweierlei ist es, glaube ich, was uns miteinander verbindet. Ich versuche es jetzt als Zuhörender zu improvisieren. Einmal. Wir alle wollen nicht zurücktransportiert werden in die 50er Jahre. Und ich glaube, es ist verstanden worden, was ich damit meine. Zurücktransportiert in die 50er Jahre, die so viel Hoffnung, so viel Erwartung, so viel Kraft und Wunder mit sich brachten und schließlich so viel obsiegende Duckmäuserei, so viel Verschweigen über Verbrechen, über das, was geschehen war. Brecht, wir werden es gleich noch hören, hat es in Verse gefasst. Und sie sind immer von den Dichtern erörtert und neu formuliert worden. Das Gespräch über Bäume, ist es denn noch möglich, wenn dadurch ein Verschweigen so vieler Untaten verbunden ist? In den 50er Jahren wagte man ja nicht einmal eine Formulierung für das übergangene Ungeheuerliche zu finden. Ein Film, der sich daran wagte, nannte sich ängstlich und feige In jenen Jahren. In welchen Jahren? Das ist das eine. Man möchte nicht wieder zurück in die Duckmäuserei und das Verschweigen zurücktransportiert werden. Und das andere, wenn ich unsere Gemeinschaft richtig verstehe, so ist es eine Gemeinschaft von Menschen, die nicht ohne Hoffnung leben möchten. Es ist jetzt in der Wegwerfgesellschaft üblich geworden und schöne Feuilletons mit schönen Honoraren lassen sich dabei abfassen, das Ende der Utopie nicht nur das Ende des Sozialismus zu verkünden. Das Ende des Sozialismus? Wie denn? Wo hätte es ihn denn je bisher gegeben? Das Ende der Utopien. Wer so schreibt, der beweist nur, dass er nicht Griechisch kann. Ich weiß, dass U und was Topos heißt und der eine und das eine nicht weiß, Utopien sind ja nicht. Utopien sind das Wollen, das Suchen, das Hoffen, das Erkennen, dass unsere Welt menschenfreundlicher geschaffen werden könnte. Dass wir nicht sagen wollen und können, wir können es nicht. Und jedes Gedicht, jedes Wort, das wir hier gesprochen haben, hat es ja wieder gesagt. In diesem Hier und Jetzt, in dem wir leben, kann man doch auf Dauer nicht bleiben. Das Ungeheuerliche, das jeden Tag anderswo geschieht und über das unsere Medien nach dem gut amerikanischen Grundsatz berichten, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. In dieser Welt haben wir in Europa vergleichsweise Möglichkeiten. Aber wir wissen doch auch, der Rechtsstaat und die freien Wahlen, ganz zu schweigen von der sogenannten freien Marktwirtschaft, das sind Möglichkeiten und gleichzeitig auch Gefahren. Der Rechtsstaat, der sich in einen Juristenstaat verwandelt. Die freien Wahlen, die manipuliert werden können und manipuliert werden. Hier wie auch dort von der freien Marktwirtschaft, der Ellenbogengesellschaft als ihre Folgerung ganz zu schweigen.
Wir suchen immer wieder, Bloch hat es Heimat genannt, worin noch niemand war, aber die wir trotzdem immer wieder suchen. Das ist das eine. Und Bert Brecht, die andere große Begegnung meines Lebens neben Ernst Bloch, hat es in dem Mahagoni immer wieder seinen Jim Mahoney fragen lassen. Ja, gewiss, die letzte Stadt Mahagoni. Alles sehr schön, ist ja auch alles zu kaufen. Man kann alles haben, aber Ernst Bloch zitiert diesen Satz immer wieder, wenn er über das eigene Prinzip Hoffnung sprach. Wie sagt Jim Mahoney? Aber etwas fehlt. Und die Frage, was denn da fehlt, die klang mir aus all diesen Texten, die wir heute gehört haben. Jeder wird es für sich beantworten. Aber indem er es beantwortet in seiner Form, in seinem Stil, hilft er ja mit, anzuschreiben gegen das Verbrechen, anzuschreiben gegen das Vergessen, anzuschreiben gegen eine Wiederkehr der ungeheuren Schuld. Vielen Dank.